Lanzig. Ich hoffe, die meisten haben schon ein bisschen was davon gehört, worum geht's. Es ist ein System, was man einfach in den Rechner reinstecken kann. Da ist ein Betriebssystem auf dem Stick drauf installiert, da sind die Daten drauf, da sind die Einstellungen drauf. Und damit kann man ganz viele verschiedene Sachen anstellen. Und eine Sache, die man damit anstellen kann, sind sichere Prüfungen mit den eigenen Notebooks, mit den eigenen Geräten der Studierenden, mit den eigenen Geräten der Schülerinnen und Schüler. Wir haben dort im September angefangen, das an die Uni Bern zu migrieren. Vorher, wie gesagt, war das alles noch Fachhochschule Nordwestschweiz. Und ich möchte so die interessantesten Anwendungsfälle vielleicht mal präsentieren. Die meisten waren relativ einfach, aber es gab auch ein paar kleine Herausforderungen. Ein Einsatz, den ich ganz interessant fand, das war an der Fachhochschule selbst, Fachhochschule Nordwestschweiz, dort das Institut für Mathematik und Naturwissenschaften. Dort wird in der Lehre ein böses Closed-Source-Produkt verwendet, nämlich MATLAB. So, und jetzt mussten wir also mit MATLAB die Prüfung machen. Das Schöne ist, auch die böse Closed-Source-Software gibt es in Linux-Version. Also die Fachhochschule hat die Linux-Version von MATLAB organisiert, auf den Lernstick installiert. Und was braucht man jetzt, wenn man MATLAB startet? Man braucht eine Verbindung zu einem Lizenzserver. Sonst startet das schon mal nicht. Also es musste die Infrastruktur da sein, es musste das WLAN funktionieren, es mussten die WLAN-Adapter auf den Notebooks funktionieren. Jetzt normalerweise ist es so, man schreibt mit dem Prüfungsstick seine Prüfungen, schreibt das in der Datei und gibt den Stick ab. So, das ist die einfachste Variante, komplett low-level, ohne Netzwerk, völlig autark. Jetzt haben die Dozierenden dort gesagt, oh nee, das ist uns ein bisschen zu anstrengend. Wir hätten das gern einfacher. Da haben wir Folgendes gemacht, wir haben ein Serverlaufwerk eingebunden und zwar pro Studierenden ein Verzeichnis. Die Studierenden konnten nur auf dieses eine Verzeichnis lesen und schreiben zugreifen. Und am Ende der Prüfung hat dann der Dozent, die Dozierende, diesen einen Ordner wegkopiert und das war die Abgabe, die war damit fertig. Und das Prüfungssystem selbst haben wir in einem Read-Only-Modus betrieben. Das heißt, es war unveränderlich. Heißt, alle Sachen, die während des Arbeitens mit dem Gerät passiert sind, sind in einem sogenannten TempFS, also einem temporären Dateisystem, was nur im RAM liegt, abgelegt worden. Das heißt, nach dem Runterfahren und nach dem Neustarten waren die Prüfungssticks wie neu. Man konnte sogenannte Back-to-Back-Prüfungen damit schreiben. Also die eine Prüfung war fertig, ich konnte die Sticks einfach dem nächsten in die Hand drücken und die Sticks sahen wieder genauso aus wie vorher. Ja. Das mit dem Lizenzserver, ehrlich gesagt, das nervt. Und das hat so genervt, dass einige Dozierende gesagt haben, nehmen wir doch ein bisschen was Open-Sourcigeres. Und eine Variante, die etwas Open-Sourciger ist, das ist GNU Octave. Das ist praktisch sogar kompatibel mit MATLAB. Man kann genau die gleiche Sprache verwenden, die man in MATLAB gelernt hat, kann man in GNU Octave verwenden. Und das ist genauso mächtig, das ist Feature-Parität. Das ist wie LibreOffice und Microsoft Office. Das Dumme ist, wenn man MATLAB lernt, lernt man trotzdem eine proprietäre Sprache und auch eine domänenspezifische Sprache. Man kann mit dieser MATLAB-Sprache nichts anderes anfangen, als MATLAB oder Octave zu programmieren. Deswegen haben andere Dozierende gesagt, lassen wir doch unsere Studierenden was Anständiges lernen. Die haben Python jetzt angefangen, also Python und Jupyter Notebooks. Das ist eine Mathematikumgebung, die läuft interaktiv im Webbrowser mit Standard-HTML auf den Seiten und man kann, man lernt Python, man benutzt Python und wenn man Python richtig gut kann, kann man einen Job bei Google kriegen, wenn man ein Python-Crack ist. Ne? Gut, ein anderer interessanter Einsatz war beim kaufmännischen Bildungszentrum in Zug. Diesmal also auch komplett außerhalb vom universitären Bereich. Die hatten ganz normale Standardprüfungen. Also das war einmal LibreOffice mit Rechtschreibkontrolle, dann einmal LibreOffice ohne Rechtschreibkontrolle. Und dann hieß es aber, oh, für unsere IK-Prüfung brauchen wir unbedingt Windows und Microsoft Office. Da geht es nämlich nicht um Kompetenzprüfung, da geht es darum, dass die wissen, in welcher Hierarchieebene des Menüs welcher Knopf welche Funktion hat. Also das ist eine Produkte-Schulung und eine Produkte-Prüfung. So, die LibreOffice-Varianten, die waren inklusive Betriebssystem, GNOME-Desktop-Oberfläche und LibreOffice inklusive allem anderen waren die etwas mehr als 1 GB groß.
Jetzt habe ich mich hingesetzt, habe die VirtualBox gestartet, habe dort das Microsoft Windows 10 installiert. Da waren so zwischen 15 und 20 GB weg. Dann habe ich kurz die Updates installiert, dann waren es knapp 30 GB. Dann habe ich das Microsoft Office installiert, da war meine virtuelle 50 GB Platte voll. Habe ich überlegt, oh Gott, so große Sticks haben wir gar nicht. Also was habe ich gemacht? Ich habe mir einen Weg überlegt, wie wir das Ganze dort dann wieder minimieren können. Das Coole ist, wir können in VirtualBox auch solche Speichermedien in den Read-Only-Modus schalten. Also auch dort sollte das Windows so sein. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in dem Windows, schreiben dort ihre EGA-Prüfung und sobald die das System runterfahren, neu starten, muss das wieder im Originalzustand sein. Aber wie kriegt man das Ding jetzt klein? Wir haben zunächst erstmal den Datenträger bereinigt. Da kriegt man Gigabytes aus dem Windows wieder weg. Da kann man die ganzen Updates zum Beispiel, die vorhergehenden Updates, werden aus dem System rausgeworfen. Dann als nächstes kann man dann das Laufwerk optimieren. Nach 30 Jahren ist Microsoft sich selbst noch nicht ganz sicher, ob sie jetzt Datenträger oder Laufwerk sagen wollen. Das ist im gleichen Dialog unterschiedlich bezeichnet. Optimieren heißt an der Stelle jetzt, die etwas älteren Semester kennen das noch, defragmentieren. Ja. Das sah früher so aus. Wer kennt das noch? Wow! Das war, ich habe dort manchmal 20 Minuten drauf geguckt, wie diese Vierecke von rechts unten nach links oben geflogen sind und das Blau immer mehr, immer grüner geworden ist. Für Informatiker ist das sozusagen das Äquivalent von ins Lagerfeuer gucken. Ne? Wir kommen ja sonst nicht raus. So. Aber ganz ehrlich, ein Betriebssystem oder ein Dateisystem, was sowas hinterlässt, das ist so ein bisschen wie der Kollege hier, der so einen Arbeitsplatz hinterlässt. Also das ist ein bisschen unordentlich. Also unter Linux wir haben keine Programme zum Defragmentieren. Das sind etwas anständigeren Kollegen. So, der nächste Schritt, den man machen kann, ist, dass man dann von Microsoft Essentials sich ein Tool organisiert, das heißt S-Delete. Und dort gibt es eine Option Zero, das heißt, alle diese Updates, die man gelöscht hat im Dateisystem, die also nicht mehr tatsächlich gebraucht werden auf der Platte, kann man mit Nullen überschreiben. Weil wenn man eine Datei löscht, passiert ja nicht, dann werden ja die Inhalte der Datei nicht auf dem Dateisystem gelöscht, sondern praktisch nur im Inhaltsverzeichnis eines Buches eine Seitennummer durchgestrichen. So, und nachdem man dann dort alles nur noch Nullen drin hat, kann man dann mit einem Tool von VirtualBox selbst das Ganze auch noch kompakten. Und hinterher, wenn wir dann unser System bauen mit Live-Build, wird das Ganze auch nochmal komprimiert. Und so haben wir diese an die 50 GB, haben wir auf 8 GB runterbekommen. Wir haben in 8 GB das Linux-Betriebssystem, den GNOME-Desktop, die VirtualBox von Oracle, in dieser VirtualBox das Windows, in diesem Windows das Office und das Ganze sind 8 GB. Also, da war ich schon stolz. Wir konnten plötzlich nur ein Viertel so teure Sticks kaufen, wie wir vorher gedacht haben. Gut, dann ganz in der Nähe die Rechtswissenschaftliche Fakultät hat einen Probelauf mit uns gemacht, Prüfung zum Europarecht. Und bei den Rechtswissenschaftlern muss es halt sehr genau sein, ne? Wir haben eigentlich den Hauptteil der Arbeit damit verbracht, dass wir eine Dokumentenvorlage zusammengeschraubt haben. Möglichst alle Bereiche in diesem Dokument geschützt vor Änderungen, dass dort niemand irgendwie einen Teil aus dem Dokument rauslöschen kann. Alles mit hunderten Feldbefehlen automatisiert, dass man nur noch doppelklicken muss auf irgendwas und so weiter. Und dann hatten wir recht viel zu tun, eine winzig kleine Besonderheit zu ändern im LibreOffice. Ich weiß nicht, das sieht, glaube ich, niemand. Dort der Speicherknopf. Fällt dort jemandem irgendwas auf? Da ist kein kleines schwarzes Rechteck, so dieses kleine Dreieck fehlt dort. Wir mussten die Funktion Speichern unter aus dem LibreOffice entfernen, damit die Studierenden das Dokument nicht unter einem anderen Namen speichern können. Das ist das Schöne bei Open Source, man kann auch Sachen rausprogrammieren, man kann nicht nur dazu programmieren. Es ist natürlich so, es ist ein anspruchsvolles Publikum. Wir hatten dann Studierende, die haben zwar nicht unter einem anderen Namen gespeichert, die haben dann aber sich gewundert, warum jetzt der Text immer überschrieben wird, wenn sie schreiben. Die haben die Insert-Taste gedrückt und dann nicht den Rückweg gefunden.
Andere Studierende haben sich gefragt, warum so einige Wörter rote unterkringelt sind. Also, es sind Juristen, keine Informatiker. Gut, dann ein ganz toller Einsatzgrad ist an der Pädagogischen Hochschule. Dort führen wir Prügel wieder ein. Prügel ist dort an der Stelle eine Abkürzung. Es ist übrigens die Erfindung von einer Professorin an der Primarstufe, hat ja das Projekt so genannt. Das heißt, Prüfungen im Grundstudium mit dem Lernstick. Ich habe dort einen sehr, sehr fähigen Kollegen, der mitmacht in dem Projekt. Das ist der Micha Mittag, der hat eine YouTube-Webseite und dort ist vor 2 Tagen hat er Videos hochgeladen, die den Dozierenden helfen sollen, den Lernstick in der Prüfungssituation einzuführen. Sonst läuft das so, wir kommen dorthin, erzählen den den Studierenden, wie das funktioniert. Das geht eine Viertelstunde, 20 Minuten vorbei, bis das allen erklärt ist. Jetzt kann man denen sagen, guckt euch die YouTube-Videos ran, wenn ihr nächste Woche kommt, dann geht's los. Okay, dann noch ein paar Meta-Informationen. Wie gesagt, wir sind gewechselt von der PHFANW an die Uni Bern. Ist erfolgreich passiert. Der Roman Gruber, der letztes Jahr mit mir den Vortrag gemacht hat, damals noch am KS Zofingen angestellt war, den habe ich jetzt auch als Mitarbeiter angestellt. Also es geht vorwärts an der Uni Bern. Bisschen technisches Neues noch, habe ich noch ein paar Minuten? Gut. Wir haben neu die Möglichkeit, Hochsicherheitsprüfungen zu machen. Wir mussten uns ja immer den Vorwurf gefallen lassen, wenn so ein Stick ausgeteilt wird zu Beginn der Prüfung, genügend Zeit, genügend kriminelle Energie und genügend Wissen vorausgesetzt, ist auf diesem Stick nach 5 Minuten keine Prüfungsumgebung mehr. Da ist irgendwas anderes. Diese Sticks, die sind durch Pins geschützt. Das heißt, man kann eine Pin vergeben zum nur Lesen. Das heißt, die Studierenden müssen dann eine Pin eingeben und dann ist das wie eine DVD. Die ist nicht mehr veränderbar. Und wir als Institution können mit einer anderen Pin diese Sticks dann beschreiben. Und damit sind wir eigentlich auf einer bombensicheren Seite. Dann, was wir noch gemacht haben, ist dieses Abgeben von Prüfungen. Wir haben das komplett durchautomatisiert. Das heißt, wir müssen nicht mehr manuell, wie auf den YouTube-Videos von der Kanti Sose noch zu sehen, wo man so Sticks einsammelt, die Lehrperson, die reinsteckt in den Windows-Rechner, dann Datei öffnen, zweiseitig drucken. Da läuft die Software drauf, da sind die Drucker angeschlossen und so weiter. Und was man jetzt macht, dass man den Stick reinsteckt, es wird automatisiert durch die Software ausgedruckt, es wird automatisiert eine Datensicherung gemacht irgendwohin, es kann automatisiert der Stick zurückgesetzt werden und auch komplett automatisiert mit neueren Dokumenten bestückt werden. Das heißt, wir können, wenn wir am Ende der Deutschprüfung den Stick reinstecken und wir den wieder rausziehen, ist es der Stick für die Matheprüfung. Ja, das ist die Idee. Auch noch eine Sache, die ich gerne erwähnen möchte, ist, dass Google Surf uns wieder ganz viel geholfen hat. Bernhard, wo bist du? Ja. Tore ist auch dabei. Wir haben 1 oder 2 Tage im Jahr Google mit an Bord. Das ist Google Surf, also nicht im Internet surfen, sondern wie dienen. Google-Mitarbeiter dürfen 2 Tage im Jahr an gemeinnützigen Sachen arbeiten. Früher haben sie dann irgendwo Lattenzäune genagelt oder Kinderzimmer aufgeräumt oder sowas. Und ich habe mal gehört, wenn Google-Mitarbeiter Lattenzäune nageln, ist das so, als wenn Leute die Lattenzäune nageln programmieren sollen. Also von daher haben sie gemacht, wir machen mal was, wo wir drin gut sind und wir können eine riesengroße To-Do-Liste immer abarbeiten jedes Jahr. Das ist absolut fantastisch. Also ganz herzlichen Dank nochmal an der Stelle an Bernhard und Tore, die dort sitzen. Wir haben ganz viel geschafft. Tore hat unseren Bootmanager neu gestaltet mit ein paar Google-Mitarbeitern. Wir haben Jupyter Notebook, hat Bernhard mit integriert in den Lernstick. Wir haben Google-Mitarbeiter gehabt, die haben das auf Portugiesisch übersetzt alles. Wir haben Leute gehabt, die haben sich um dynamischen Arbeitsspeicher gekümmert, dass wir keine manuell mehr festlegen müssen, wie groß der Swap-Speicher sein soll. Wir haben File-Ansichten hinzugefügt und so weiter. Wir haben noch ein paar kleine Sachen geändert, und zwar dass die Bildschirmrotationssperre haben wir reingemacht, weil die Sensoren an manchen Notebooks, die sind leider ein bisschen unzuverlässig. Wir haben in Prüfung da gesessen und die Schülerinnen und Schüler haben an ihrem Notebook gerüttelt und der Bildschirm hat sich nicht mehr nach oben gedreht. Da ist die Sperre reingekommen. Neu haben wir die Touchbar an den Apple-Geräten, die werden unterstützt. Wir haben Flatpak integriert. Wer kennt Flatpak? Sagt das jemandem was?
Tore selbstverständlich. Nee, wir sind gerade in der Übergangsphase von Debian 9 zu Debian 10. Das bedeutet wieder ein Dreivierteljahr, wo überhaupt nichts passiert, wo es keine Updates gibt. Und über Flatpak bekommt man die neueste Software ins System. Ist auch so ein App Store. Wir haben demnächst, bin ich gerade dran, eine besondere Tastaturbelegung allein für Mac-User, weil Mac-User schreiben eben, machen Copy-Paste nicht mit Ctrl-C, Ctrl-Frau, sondern mit Command, also nicht mit dem kleinen Finger, sondern mit dem Daumen. Und es gab wirklich Studierende, die gesagt haben, das mit Bring Your Own Device ist zwar cool, aber wenn ich ein Mac-Benutzer bin und dann eine Linux-Umgebung habe und nicht mehr mit dem Daumen kopieren und einfügen kann, sondern mit dem kleinen Finger, dann mache ich Rekurs. So, also deswegen machen wir eine spezielle Mac-Tastaturbelegung. Gut, Matthias steht schon ungeduldig vorne. Ich muss, glaube ich, abbrechen und Zeit für Fragen ist vermutlich auch keine mehr. Also ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Ronny.